Urs Brändli. Sie sind Präsident von BioSwiss. Wie war das Jahr 2015 für BioSwiss? Wir blicken auf ein rundum erfolgreiches Jahr zurück. Wir durften beim Absatz, beim Konsumentenzuspruch wieder schön zulegen. Wir haben mittlerweile einen Marktanteil von 7,7% bei BioSwiss. Wir durften aber auch mit der Fläche, mit 4000 Hektar zusätzlich zulegen. Und was uns besonders freut, in einer Zeit, wo Betriebe jährlich verloren gehen, legt BioSwiss auch im letzten Jahr 52 Betriebe zu. Wieso entwickelt sich BioSwiss so positiv in dieser schwierigen Marktlage? Ja, letztendlich hat das sicher auch mit einerseits den fairen Preisbedingungen, fairen Preisen, die in vielen Produktebereichen erreicht werden können, damit zu tun. Die Konsumentinnen und Konsumenten zeigen aber mit dem steigenden Zuspruch von Bioprodukten jährlich, in den letzten 5 Jahren konnten wir immer zulegen, dass eben auch Potenzial vorhanden ist und dementsprechend reagieren mehr und mehr Betriebe. In welchen Bereichen sehen Sie Potenzial? Das größte Potenzial ist sicher im Bereich Ackerbau. Getreide zum Beispiel, aber auch sonstige Produkte aus Ackerbaubetrieben, die sind besonders gefragt. Spezialkulturen zum Teil auch, aber trotzdem, oder deshalb, wenn wir das größte Potenzial im Ackerbau sehen, dann freut uns natürlich die Entwicklung im letzten Jahr, dass wir stark gewachsen sind in der Romandie, in der französischen Schweiz, ganz besonders. Und gibt es vielleicht auch Märkte, die bereits jetzt schon gesättigt sind im Biobereich? Schwieriger ist es sicher in Teilbereichen mit Fleisch. Wir haben dort Fleischbereiche, die laufen sehr gut, aber wir haben im Fleisch eine starke Konkurrenz mit sehr guten, sehr bekannten Labels. Fleischlabels. Dann aber vielleicht der Teil, der am herausforderungsreichsten ist, ist der Bereich Milch, wo wir immer uns in einem Bereich befinden, der in der größten Zeit des Jahres doch an seine Grenzen stößt. Wieso gelingt es Ihnen trotzdem, den Biomilchpreis so stabil zu behalten? Weil wir traditionell seit Jahren regelmäßig Gespräche führen an einem runden Tisch. Produktion, Verarbeitung und Handel sitzt zusammen, diskutiert die Grundlagen, die sind das Angebot, Markttransparenz herrscht und dementsprechend können wir da auf partnerschaftliche Art und Weise miteinander schauen, wie können wir den Biomarkt sinnvoll entwickeln und wie kriegen wir mehr Konsumentinnen dazu, Bioprodukte zu konsumieren. Gut, und noch die letzte Frage. Wie sehen Sie die Zukunft von BioSwiss? Ich stelle fest, es gibt jedes Jahr mehr Konsumentinnen und Konsumenten, die nach Bioprodukten nachfragen, die nachhaltiger sich ernähren wollen, die genießen wollen, aber nicht auf Kosten anderer. Und da ist die Bioproduktion bietet eine wunderbare Antwort. Dementsprechend, wenn die Nachfrage wächst, dann müssen die Schweizer Bauern reagieren und versuchen, diese Wertschöpfung im Bereich zu halten und diese Nachfrage mit inländischen Produkten zu befriedigen. Urs Brändli, vielen Dank für das Interview und weiterhin viel Erfolg.